Hi, in diesem Video wollen wir uns hier einmal den Lötkolben anschauen, den WXDP120. So sieht er halt aus. In einem anderen Video habe ich auch schon andere normale Lötkolben vorgestellt. Die werde ich auch mal verlinken, kann man sich auch mal anschauen. Und zum Vergleich dann hier noch einmal der normale 120 Watt Lötkolben, also der WXP120. Dass man das auch mal so sieht. Von der Länge sind die beiden schon vergleichbar, von der Leistung natürlich auch, sind beide 24 Volt, 120 Watt. Hier fällt vielleicht einem schon auf, dass hier dieser Handgriff relativ klein ist und hier dann doch ziemlich groß erscheint, aber doch noch immer recht gut in der Hand liegt. So, dann, das ist dann halt auch noch die Ablage. So sieht die aus, ist halt schon ziemlich mächtig im Vergleich zu der normalen 120 Watt Version. Auf jeden Fall auch die Aufnahme sehr viel größer und beide auch ziemlich unterschiedlich. Wenn man sich das hier so mal anschaut, dann sieht man hier doch schon diverse Unterschiede. Und ist dann halt nicht nur vorne dieser Einsatz oder nur der Halter hier für den Löt. Schrägstrich Endlötkolben anders, sondern ein bisschen mehr. Auch hier gibt es einen Reinigungsschwamm, auch den kann man hier austauschen. Hier sind halt, beziehungsweise ist ein Gummibändchen, was dann halt diesen Einsatz hält. Und den könnte man dann zum Beispiel gegen einen Schwamm auch austauschen. Das sollte dann als Zubehör erhältlich sein. So, gut, das dazu. Dann, das Ding hat so gesehen ein paar Besonderheiten natürlich. Ich habe mich da schon sehr geärgert, weil mir dann doch tatsächlich das Röhrchen heruntergefallen ist. Ich wollte das Ding halt reinigen und dann ist mir das irgendwie vom Tisch gerutscht, auf den Boden gefallen, zersprungen und das war es dann. Und dann ist mir erst aufgefallen, wie teuer doch Wella Zubehör ist und habe mich nochmals sehr geärgert. Glücklicherweise habe ich dann jemanden gefunden, der wahrscheinlich nicht ganz Originalteile verkauft, aber das ist halt drin, zu 100% passend, zu 100% keine Probleme. Von daher ging es halt noch und man hat sich da auch direkt einen Vorrat gekauft. Und diese Röhrchen, die sind auch wirklich schweineempfindlich. Ich meine, auch wenn man die Original kauft, hier auch ohne diesem Kapton-Plastik, was da drumherum gewickelt ist. Eigentlich braucht man es halt auch nicht, weil das da empfiehlt es sich natürlich auch im kalten Zustand, das alles zu machen. Wenn man hier mal das Röhrchen abnehmen möchte, um es sauber zu machen, was man halt regelmäßig machen muss, dann sollte man einfach hier hinten das nach hinten schieben und dann etwas verdrehen und dann rastet es hier ein. Und dann kann man das Röhrchen auch hier schön abnehmen. Hier sollte man auch immer darauf achten, dass hier immer die Gummiflächen gut abdichten. Hier will ich vielleicht auch einmal mit ein bisschen Silikonspray die mal einsprayen, damit die ein bisschen gepflegt werden. Man muss halt sehr vorsichtig sein, dass das hier irgendwie nicht aus Versehen zusammen flutscht quasi, beziehungsweise springt, weil das Röhrchen, das ist so empfindlich. Man sieht es hier vielleicht auch, hier sind auch schon ein paar kleine Katscher drin an den Innenecken oder auch Innenwänden besser gesagt. Auch hier ein bisschen was. Gott sei Dank noch nicht besonders tief. Das heißt, das Gummi, das dürfte dann noch abdichten. Und wenn nicht, muss dieses Röhrchen halt auch wieder ersetzt werden. Und das ist halt schon ziemlich scheiße. Deswegen muss man da wirklich sehr aufpassen. Das ist sehr empfindlich. Und hier bei den Teilen handelt es sich auch um Metall. Und wenn da irgendwas dann auf einmal zusammen hier so geht, dann wird wahrscheinlich das Röhrchen irgendwie einen Schaden nehmen, auch wenn das auf den ersten Blick relativ robust ausschaut. Deswegen, da muss man halt wirklich sehr aufpassen. Hier habe ich auch schon mal ein bisschen was gereinigt. Das kann man halt hier einfach rausnehmen. Ich habe jetzt hier drei von diesen, sogar vier von diesen Wattepads drin. Die verhindern halt, dass Lötzinn weiter in das System eindringt, sprich dann auch hier diesen Vakuumschlauch beschädigt, weil es ja warm sein könnte.
oder halt dann auch verklebt. Ganz am Ende vom Schlauch befindet sich dann halt hier auch nochmal höchstwahrscheinlich noch ein letzter Filter, um dann wirklich zu verhindern, dass irgendwie Dreck in die Lötstation gelangt. Auf jeden Fall hier habe ich halt mehrere und ich habe es mir dann angeeignet. Sieht man hier vielleicht auch schon, dass das Teil jetzt relativ dünn ist. Normalerweise sind die da schon etwas dicker. Hier mal im Vergleich. Das dünne. Da habe ich dann schon die oberste Schicht abgezogen mit Lötzinn, damit das wieder frei und voll verwendbar ist. Da kann man sich auch ein bisschen Kosten sparen, denn auch die Teile, man mag es kaum glauben, kosten Heidengeld. Da kann man sich natürlich aber auch mal probieren, ob man da nicht einfach vielleicht Watte oder so reinstopft, aber solange man die hat, kein Problem. Und wenn man die halt auch nachkauft, dann geht das eigentlich auch noch und natürlich auch kein Problem. Ja, das dazu. Hier die Gummis, da sollte man auch drauf aufpassen, dass hier alles gut ist, wie schon gesagt, und die auch pfleglich behandeln. Die kosten auch dummerweise ein Heidengeld. Von daher muss man da schon ein bisschen drauf Acht geben. Und wenn die Entlötergebnisse nicht besonders gut sind, soll man mal gucken, ob das hier irgendwie verdreckt ist. Normalerweise wird hier bei diesem Set auch ein Reinigungstool mitgegeben. Dieses Reinigungstool habe ich halt nicht. Aber ich musste es noch nicht reinigen. Und wenn es mal soweit sein sollte, dass ich es doch reinigen muss, könnte man dann auch zum Beispiel vielleicht irgendeinen Metallstab nehmen oder vielleicht auch ein Stück Federstahl. Ich habe ja auch noch etwas, auch wenn es halt gerade ist, müsste es gehen. Vielleicht hat man auch einen kleinen, zur Not Bohrer, mit dem man natürlich doch sehr aufpassen müsste, dass man da die Lötspitze nicht kaputt macht. Aber da sehe ich halt kein Problem soweit. Dieses Tool zum Reinigen dient auch dann dafür, vorne hier diese Lötspitze abzunehmen. Und da ich dieses Tool halt auch nicht habe, mache ich das dann einfach hier mit so einem Schlüssel. Man könnte hier natürlich auch mal gucken, ob man dann nicht irgendwie irgendeinen Sechskant nimmt oder Maulschlüssel, Ringschlüssel, irgendwie sowas. Falls das eine metrische Größe ist, aber weiß ich jetzt nicht. Ich habe halt direkt hier mir sowas geschnappt. Wahrscheinlich auch, weil das hier so eine komische Zwischengröße ist. Und dann muss man hier einfach nur ein bisschen drehen. Und schon kann man das Ding rausziehen. Und ich finde es halt ganz schön, wenn man sich das halt mal anschaut. Ich werde da auch am besten mal hier mal reinzoomen. Dann sieht man vielleicht, dass das Ding nur rund ist. Und dann halt reingesteckt wird und verdreht wird. Ja, ich hoffe, so sieht man es. Und wenn man hier genauer guckt, dann sieht man vielleicht auch, dass das nicht komplett rund aussieht, sondern vielleicht ein bisschen oval. Und hier scheint, glaube ich, die Wanddecke ein bisschen dünner zu sein. Und wenn man halt auch hier drauf guckt, oh, wo haben wir's? Dann sieht man hier vielleicht auch, dass hier auch so eine Art Oval ist. Das finde ich eigentlich ganz schön, vor allen Dingen, dass da halt kein Gewinde benutzt wird. Nicht, dass dann halt beim Arbeiten, also beim Entlöten, irgendwie sich da Flussmittel oder allgemein Dreck, verbranntes Lötzinn oder was da auch immer so entstehen kann, irgendwie im Gewinde absetzen kann. Das finde ich eigentlich schon eine sehr gute Lösung. Durch das Drehen löse ich das Ding halt sehr gut und wird dann auch entkantet beziehungsweise wieder verkantet und hält dann dementsprechend. Deswegen ist das schon ein sehr schönes System. Laut Hersteller geht das wohl auch, wenn das halt heiß ist, dass man die tauscht, ist ja auch nicht verkehrt. Und wenn man auch dann irgendwas entlöten möchte, sollte man auf jeden Fall die entsprechende Spitze nehmen, seiner Anwendung halt entsprechend. Es gibt ja irgendwelche Bauteile für Durchsteckmontage, die dann vielleicht dünnere oder dickere Beinchen haben. Und so sollte man dann halt nicht das Teil nehmen, was am größten ist immer, weil es überall passt. Da wird dann sicherlich zu viel Luft überall dran vorbeigehen, sondern tatsächlich, dass man das nimmt, dass man da halt das gut umschließt und nicht zu viel Platz hat. So, was mir hier allerdings nicht so ganz gefällt, ist,
Ja, und das hier, was man hier jetzt sieht, das ist jetzt hier nicht was zum Halter dazugehört, sondern das sind hier einfach die Lötspitzen. Das hier ist jetzt eine B-Lötspitze und das hier vielleicht auch eine verhunzte B-Lötspitze. Ich glaube, die war kaputt, die hat schon irgendwie ein Loch. Und ja, da fällt vielleicht einem auf, dass die halt sehr gut reinpassen. Und ja, die anderen Löcher auch genauso groß sind. Und die hier dann halt doch relativ viel Spiel haben. Da könnte man sich vielleicht doch wünschen, ja, dass das irgendwie besser für die Spitzen wären. Und die halt ein bisschen vielleicht besser gehalten werden. Und ja, wofür dieses große Loch hier ist, ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlich sagen. Weiß ich nicht. Ist auch ein bisschen Platzverschwendung, wenn man sich dann halt mal hier diese Ablage für den WXP 120 anschaut. Dann klar haben wir hier die gleichen Löcher hier für die ganzen Lötspitzen. Da können wir halt auch schon 4 Lötspitzen reinmachen. Auch nicht. Ja, das ist hier irgendwie ein ganz toll Weller, weil ja, hier fallen die halt durch und hier gehen die nicht rein. Und da fragt man sich dann schon, warum passen die Dinger hier rein, aber hier nicht. Obwohl das doch hier extra der Ständer für den WXP 120 ist. Und ja. Oh, 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 das quietscht ganz fürchterlich. Und wohl irgendwie die Ablage ist dann wohl hierfür irgendwie. Ja, da passt ja so halbwegs. Aber was ist denn das bitte wieder für ein Quatsch? Wenn das Ding hier so recht gut reinpasst, ich hole mir doch jetzt nicht hier diese Handdinger, sondern ich hole mir doch die Spitzen und tausche nur die Spitzen. Deswegen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, ein bisschen ziemlich bescheuert. Muss ich ja ehrlich sagen, das ist halt etwas, da kann man sich halt drüber aufregen und ich glaube im letzten Video bin ich da halt nicht so drauf eingegangen, weil ich meistens wahrscheinlich dann auch die beiden Ständer beieinander habe und wie man halt sieht, hier die Spitzen halt drin sind. So, das schon mal dazu. Dann ja, machen wir die hier doch auch mal wieder rein. Muss man mal gucken, wie die hier richtig reinpasst. Ich glaube, die ist hier schon so drin. Kann das sein? Ja, ich glaube schon. So, das heißt, hier ist die drin und jetzt so ein bisschen weiter verdrehen. 45 Grad soll reichen. Die ist jetzt also wieder drin und fest und das passt auch soweit. Man hat ja auch gesehen, die ist ziemlich lang. Das heißt, die geht hier so ziemlich tief rein. Und hier ist auch etwas konisch. Da wird es dann wohl auch abdichten. Gut, das schon mal soweit dazu. Dann wollen wir uns doch noch mal kurz die Lötstation anschauen. Das ist die halt. Die hat dann halt hier noch extra einen Anschluss für den Unterdruck. Das heißt, auch nur die Seite dürfte dann für den Entlötkolben sein. Und das ist die Lötstation WXD2, also D für die Solder. Und hinten hat die dann halt auch noch diesen Druckluftanschluss. Und jetzt kann man sich natürlich ein bisschen wundern, wenn man doch mit Unterdruck entlötet, warum dann hier dieser Druckluftanschluss. Und ja, die Station hat drin einen Venturi-Effekt. Und da wird der Venturi-Effekt genutzt, um aus dem Druck einen Unterdruck zu erzeugen. Und das kann man sich mal kurz hier vielleicht mal vorstellen. Indem man dann sagt, man hätte dann vielleicht irgendwie 2 Düsen oder halt ein Röhrchen und hier dann eine Düse. Und hier hätten wir dann unseren Druck. Und wenn man was sehen kann, wäre das auch ganz toll. So, also hier hätten wir dann unsere Düse und unseren Druck. Und hier hätten wir dann vielleicht ein Röhrchen, wo wir hier unseren Schlauch dann anschließen, der in den Lötkolben geht. Und wenn wir jetzt hier diesen Druck hier durchpfeffern, dann hier die Luftteilchen, die hier drin sind, die werden dann hier von diesem anderen Luftstrom, der dann hier ist, mitgenommen, rausgezogen und so entsteht hier halt ein Sog. Und ja, dieses Prinzip, das wird bei sehr vielen Sachen angewendet, auch sehr oft halt bei einem Vergaser. Dann haben wir dann halt hier nicht extra die Düse, die dann hier im Röhrchen diesen Unterdruck erzeugt, sondern hier dann wäre der Einlass vom Vergaser, wo dann halt die Luft eingesaugt wird. Hier irgendwann später würde halt der Luftfilter kommen
Und hier unten wäre dann irgendwie Schwimmerkammer, da wäre der Treibstoff drin und hier würde dann auch zugesehen werden, dass der Treibstoff immer den beziehungsweise das gleiche Level hat, damit dann halt auch immer die gleiche Menge durch die Luft gesogen wird, weil hier ist natürlich dann auch unterschiedlich, wie viel mitgenommen wird, je nachdem, was für ein Druck hier ist. Aber so viel halt dazu. Und diese mechanische Einheit ist ziemlich robust. Eigentlich verschleißt da nichts, kann halt was verdrecken. Was dann halt noch in der Station sein muss, wäre dann halt irgendeine Art von einem Ventil. Das würde dann halt irgendwann mal verschleißen, weil das dann irgend so elektromechanisches Teil, was dann halt kaputt geht. Aber ansonsten grundlegend solide, sollte auch länger halten, als wenn hier eine Pumpe drin wäre. Und hier auf der anderen Seite haben wir dann halt auch diesen Auslass von unserem Druck, weil wie wir gerade hier auf der Zeichnung gesehen haben, ich zeige es hier noch einmal kurz, müsste dann natürlich hier irgendwo diese Luft, die wir ja hier per Druckluft über den blauen Schlauch hier drauf tun, und die Luft, die hier von unserem Entlötkolben angesaugt wird, irgendwo hingehen. Und deswegen haben wir hier diesen Auslass, das ist halt ein Auslass, wo dann nochmal dieser spezielle kleine Filter drin sitzt. So, gut, so viel dazu. Ja, hat natürlich jetzt allerdings den Nachteil, dass wir halt einen Kompressor brauchen. So gesehen erst einmal, wir können mit der Lötstation hier, beziehungsweise Endlötstation noch nicht direkt loslegen. Das war mir jetzt erstmal egal, da ich das Glück habe, halt einen Kompressor zu haben. Allerdings, ja, der Nachteil ist, ich kann das Ding nicht mal eben schnell unter den Arm nehmen und fertig ist. Das ist halt ein bisschen schade. Sondern muss dann halt dementsprechend Kompressor mitschleppen. Den ich habe, ist halt ziemlich groß und ziemlich schwer. Deswegen schon nicht so schön und gibt, glaube ich, aber mittlerweile auch relativ gute, sehr kleine, ziemlich leise Brush Air Kompressoren oder sowas. Von daher sollte das halt auch gehen. So, und was ich halt dann nur machen musste, ist hier halt so einen Adapter holen. Ich meine, der wäre hier auf der Seite 6 mm und dann halt hier normal für einen Kompressor. Diese Schnellverschlüsse, die man halt kennt. Und hier auf dem Schlauch müsste auch irgendwas draufstehen. Sieht man dann halt Pneumatik 10 Bar bei RT. TÜV Süd irgendwas. PUN 6x1. 6 wird wahrscheinlich dann vielleicht der Innendurchmesser sein und mal 1 vielleicht die Wandstärke. Von da sollte das eigentlich mit diesen 6 mm klappen. Aber das Ding habe ich mir halt besorgt. Vielleicht soll ich hier irgendwann nochmal eine Absicherung machen, eine Schlauchstelle oder so. Aber eigentlich hält das schon sehr schön. Wenn man das Ding hier abmachen möchte, geht es eigentlich auch ganz leicht. Dann braucht man hier einfach nur diesen blauen Ring runterzudrücken und dann wird das hier einfach gelöst. Aber ich versuche das halt nicht allzu oft zu verwenden, um da nicht alles irgendwie übermäßig schnell auszuleiern. Und dann im besten Fall vielleicht nur einen neuen Schlauch zu benötigen, beziehungsweise den abzukürzen, abzulängen, beziehungsweise zu kürzen, um dann halt wieder mit einem frischen Schlauchstück da rein zu können. Und im schlimmsten Fall könnte hier wirklich dieser Schnellverschluss auch sogar kaputt gehen. Gut, dann wollen wir doch das Ding mal auch mal einstecken. Erstmal nur Strom. Und dann wollen wir auch mal diesen Entlötkolben anstecken. So, mal gucken, ob das vielleicht doch geht. Hier einfach mal die falsche Seite. Und dann natürlich hier noch den Schlauch dran. Das Ding natürlich am besten in den Halter, damit hier nichts braun wird wegen der Hitze. Und dann einschalten. Und was sagst du? Na. Ja, und jetzt heizt er auch schon. WDP 120 hat er erkannt. Er meckert nicht. Er will auf 400 Grad heizen. Nee, will er nicht. Oder doch? Naja, mal gucken. Gut, und jetzt können wir auch schon loslegen. Hier im Griff, bequemerweise, ist dann hier auch noch ein kleiner Schalter. Und immer wenn man den drückt, hört man es jetzt vielleicht klacken. Dann macht dieses elektromagnetische Ventil auf und würde dann halt die Druckluft durchlassen, sodass dann hier, wie gesagt, durch das Venturi, durch diesen Venturi-Einsatz, der sich hier befindet, dieser Unterdruck entsteht. Gut, das dazu. Müsste also gehen. Der kennt das hier soweit auch.
Das heißt, das ist schon mal ganz schön. Muss man halt nicht darauf achten, wo man es einsteckt, nur dass der eine Unterdruckschlauch dran ist. Dann muss ich natürlich hier noch wieder auch Druck drauf geben. Dazu nehme ich einfach meinen Kompressorschlauch und stecke den hier rein. So, und schon ist das Ding eingekuppelt. Auch kein Problem. Und jetzt muss ich nur noch den Druck aufdrehen. Und ich stelle jetzt den Druck auf 6 bar ein. Und wenn man dann halt hier drauf drückt, dann hört man, wie unten aus dieser Lötstation dann halt dieser Druck rausgesaugt wird, beziehungsweise wieder halt die Luft rauskommt. So, gut. Und ja, am besten, wenn wir dann auch mal direkt mal ein bisschen Probelöten machen. Dazu hätte ich auch passenderweise direkt hier dieses Gerät, das ist jetzt hier Ladegerät PowerPeak Finn. Da werde ich auch wohl auch mal einen Link machen zu einer Thematik, wo ich dann hier gerade den Balancer umbauen möchte. Und um das zu machen, müssen dann halt hier diese Widerstände raus. Das sind halt bedrahtete Widerstände. Ich finde auch, mit so einem Entlötkolben macht es keinen Sinn, SMD-Bauteile auszulöten. Da gibt es halt andere Verfahren, vielleicht bessere Verfahren. Auch Heißluft eignet sich da natürlich sehr gut für. Von daher, wie gesagt, eher hauptsächlich für bedrahtete Bauteile. Hat halt auch den Vorteil, dass man dann auch zum Beispiel irgendwelche Stiftleisten mit mehreren Pinnen so gut auslöten kann, dass das keine Qual mehr ist, da was auszulöten. Weil sonst hat man das oft das Problem, dass man irgendwie auslöten möchte und alles nicht, ja, so gesehen sauber wird, also nicht frei von Lötzinn wird und man dann halt ein Problem hat und so kaum die Dinge abbekommt. Es sei denn, man hat eine spezielle Spitze, die auch gleichzeitig alles heiß machen kann. So, natürlich muss ich hier natürlich auch an die Unterseite von diesem Gerät dran kommen, also besser gesagt von dieser Platine, um hier die Widerstände auslöten zu können. Und hier die Platine wird mit 4 Schrauben gehalten. Die schraube ich halt mal gerade mal raus. Na, wo ist die 4. Hier hinten. Und dann hoffe ich, dass wir gleich mal schauen können, dass wir das Ding hier dann mal entlöten. Beziehungsweise der erste Schritt wäre dann zu schauen, ob... die hier soll ich auch noch abnehmen am besten. Ob die Lötspitze denn die Größe hat, die am besten für diese Lötarbeit bzw. Entlötarbeit auch ist. So, jetzt hier ist ein bisschen Friemelsarbeit, weil hier die Leitungen sind und die Platine hier auch irgendwo mit dabei ist. So, und jetzt habe ich halt immer noch ein bisschen das Problem, dass immer noch hier diese Leitung halten, aber die möchte ich auch jetzt erstmal nicht ablöten. Für diesen Eingriff sollte das auch so klappen. So, also wir haben jetzt soweit die Unterseite und jetzt müssen wir mal identifizieren, wo wir denn überall entlöten müssen. Und das erste, wo wir dran könnten, wäre sicherlich hier und hier, weil hier schon ein Widerstand sitzt. Und dann schauen wir mal, wie gut wir hier drauf kommen. Und das sieht aus, dass wir da ziemlich gut drauf kommen. Und man sieht es hier auch vielleicht schon, dass wir jetzt da das Loch relativ frei haben. Also da ist schon recht wenig Lötzinn jetzt hier da. Hier sieht man es vielleicht. Und wenn man hier auch ein bisschen dran rumwackelt, das Ding ist ja auch schon wirklich sehr lose. Und jetzt müssen wir nur noch die andere Seite kurz warm machen, absaugen. Man hat es vielleicht auch gehört, der Widerstand ist auch direkt hier runtergefallen und das ist halt wunderbar. Ansonsten, diese Widerstände, die könnte man natürlich auch auf der einen Seite erst warm machen, dann vielleicht von unten durchziehen, dann wäre schon mal die eine Seite raus und dann halt die andere, beziehungsweise erstmal diese Seite hier
warm machen, sodass Lötzinn flüssig ist, rausziehen, weil hier hat man viel Draht, da kann man recht gut dran rumbiegen und dann halt die andere Seite. Das Problem ist, wenn man die hier rauszieht, dann wird wahrscheinlich das Loch verschlossen sein und wenn man dann wieder was Neues einlöten möchte, hat man das Problem, dass das Loch verschlossen ist und dann muss man sich erstmal drum kümmern, wie man es denn frei bekommt und ja, mit diesem Entlötkolben geht das natürlich direkt ganz schnell und gut und was natürlich noch ein anderer Vorteil von diesem Lötkolben ist, ist, dass er einen Kompressor verwendet. Ich habe jetzt halt einen Kompressor, der hat einen Luftspeicher, so einen Behälter, kennt man vielleicht. Das ist halt unten so ein länglicher, runder Zylinder und oben ist dann halt der Motor aufgeflanscht mit den ganzen anderen Teilen, die dann den Kompressor halt ausmachen. Und während ich hier arbeite, hört man halt nichts. Hätte man jetzt halt eine zum Beispiel handelsübliche Entlötpistole, dann würde man die natürlich jetzt jedes Mal arbeiten hören. Immer wenn man den Knopf drücken würde, würde die oder so machen. Ja, und irgendwann vielleicht auch. Und dann weiß man, die hält nicht mehr lange, weil geht gleich kaputt. Gut. Ja, und jetzt werde ich hier mal alles so entlöten. Und das mache ich vielleicht ein bisschen im Zeitraffer, weil das Video ist schon sehr lang. Ich glaube, ich hätte gar nicht hier so einen Zeitraffer nehmen müssen. Ich habe jetzt 10-fach genommen. Ich denke, das ging wirklich hervorragend und sehr schnell. Wenn wir uns mal anschauen, das sind halt die Widerstände, die sogar runtergefallen sind, beziehungsweise rausgefallen sind. Und die hier, ja, die halten auch nicht mehr wirklich. So schön kann halt diese Arbeit sein und so unproblematisch. Und wie gesagt, jetzt der große Vorteil ist, dass wir hier natürlich alle Löcher frei haben und direkt mit einer Bestückung zum Beispiel von anderen Bauteilen loslegen können. Deswegen bin ich schon mit diesem Entlötkolben sehr zufrieden. Ich finde, der macht echt eine gute Arbeit. Wir haben jetzt auch hier all diese 14 Widerstände, das heißt 28 Entlötpunkte ausgelötet. Und wenn ich hier mal auf den Kompressor schaue, ja gut, der zeigt jetzt noch 9 Bar an, der hatte mal 10 Bar. Wie viel Bar der hatte jetzt, als ich wirklich angefangen habe, weiß ich halt nicht. Deswegen, ja, schwer zu sagen. Aber da müsste auch im Handbuch was drin stehen mit wie viel Luftverbrauch man da rechnen muss, aber hängt natürlich dann auch davon ab, wie schnell man arbeitet, wie man arbeitet und von ein paar anderen Faktoren. Deswegen ist das eben ein bisschen je nachdem schwer zu sagen. Ich muss das mal wieder mehr im Auge behalten. Ich habe schon irgendwo mal eine andere Platine mal entlötet, auch mehr entlötet. Ich glaube, da hatte ich mir was mal notiert gehabt. Zur Not muss ich mal sehen, wenn ich das finde, dass ich das noch in den Kommentaren ergänze. Beziehungsweise, wenn demnächst mal wieder was zu entlöten ist, ich da auch noch mal ein bisschen drauf schaue. Aber natürlich müsste ich dann auch rausfinden, wie groß hier von dem Kompressor der Behälter ist. Aber ja, das sind hier auf jeden Fall die Vorteile. Ich kann so einen Entlötkolben nur empfehlen. Wie gesagt, hier ist der Vorteil, dass man einen Kompressor braucht. Der Nachteil natürlich. Der Vorteil ist dann halt durch den Kompressor, wenn er dann halt nicht laufen muss, dass man wenig hört. Nur dieses Rauschen und ich finde, dieses Rauschen, das geht halt noch, ist auf jeden Fall angenehmer, als wenn da jetzt irgend so ein kleiner Motor laufen würde für irgendeine Art von Vakuumpumpe. Ja, ich hoffe, dieses Review und hier meine persönliche Meinung zu diesem schönen Tool und vor allen Dingen auch die Hinweise, dass man hier mindestens mit dem Glasröhrchen sehr vorsichtig sein muss und hier auch mit diesen Gummis. Und dann auch noch der eine oder andere Kommentar zu diesen Filz bzw. Watte-Einsatz bzw. Einsätzen, dass das alles ein bisschen hilfreich war. Ich finde wirklich, das erleichtert die Arbeit ungemein. Nur, wie gesagt, man braucht halt diesen Kompressor. Ja, wie gesagt, ich mag damit sehr arbeiten. Die Arbeit, die geht da echt super von der Hand.
von daher auch super, dass halt hier die Lötstation, Entlötstation das leistet, dass man dann natürlich so einen Entlötkolben da anschließen kann. Kann ich halt da ja prinzipiell nur jedem empfehlen. Ja, weil ist richtig toll. Und ja, das macht halt wenig Spaß, hier mit dieser Entlötlitze auch zu arbeiten oder so. Dann hier die Löcher auf einer Platine kriegt man dann eh mit einer Entlötlitze auch nicht wirklich frei, beziehungsweise ist voller Aufwand. Klar, dann gibt's noch diese Entlötpumpen, muss man dann halt von der einen Seite am besten warm machen und dann von der anderen Seite dann halt mit der Pumpe dran. Ja, geht auch schon, ist halt aufwendig und hier, ich hoffe, man hat's halt gesehen, das geht halt wirklich sehr schön von der Hand, sehr schnell. Von daher, ja, das soll's das gewesen sein und da sage ich schon mal an dieser Stelle vielen Dank und bis zum nächsten Mal.